Was geht ab, ihr Spezi-Trinker? Und recht herzlich willkommen hier wieder zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute darf ich euch recht herzlich begrüßen hier zur Channel News. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, auch zum kleinen Video. Übrigens, heute kommt auch noch ein weiteres Video. Also schaut auf dem Channel vorbei. Freut euch schon mal auf das weitere Video. Ich möchte nichts verraten. Aber darum soll es erstmal jetzt nicht gehen. Und zwar, es geht heute darum, was steht im Dezember an. Heute ist der 1. Dezember, bedeutet im Umkehrschluss, jeder Streamer, jeder YouTuber haut irgendwas Besonderes raus. Die meisten wegen CPM, Grüße gehen raus. Aber auch, weil man einfach Bock hat und vielleicht auch ein bisschen die Zeit verbringen möchte. Das eklige Thema, was gerade sich mal wieder ausbreitet, ne, was bei mir eigentlich im Stream und auf YouTube eher so ein Tabuthema ist, breitet sich aus wieder. Und viele sitzen zu Hause, Homeoffice, dies, das, Stresserei, Kopfschmerzerei, und ich darf viel arbeiten. Ja, ihr wisst ja, ich bin im Putzdienst, und im Putzdienst darf man dadurch relativ viel mehr arbeiten. Bedeutet im Umkehrschluss, ich habe eigentlich für den Dezember nicht viel Zeit, was zu machen. Jetzt habe ich schon gestern im Stream angekündigt, vorgestern im Stream angekündigt. Ja, das mit den Streams ist ein bisschen schwierig oder ein bisschen komplizierter, aber das war eher so ein Bluff. Und deswegen möchte ich jetzt eigentlich auch mal auf den Punkt kommen. Ich habe mir überlegt, im Dezember gibt es dieses Jahr kein Gewinnspiel oder irgendwelche Sachen, die man bekommen kann, sondern ich spende euch noch ein bisschen Zeit von mir, um einfach zusammen Streams geil zu erleben und Content rauszuballern. Ich war viele Wochen, Monate nicht aktiv in diesem Jahr, obwohl ich mir eigentlich das komplett anders vorgenommen hatte. Und bin jetzt wieder back in the business, würde ich mal sagen. Ja, also so viel Stream, wie ich jetzt gerade hier ablege, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Und es macht mega, mega viel Spaß und die Leute sind da, man sieht es im LS-Projekt. Und deswegen dachte ich mir, mein Adventskalender wird dieses Jahr so sein, ich werde jeden Tag ein Video raushauen. Von allen Projekten, kommt, was halt kommt. Es wird nicht so eine große Intro-Gedöns mit Adventskalender Türchen 4 und sowas. Nee, also sowas wird nicht kommen, sondern es werden einfach die Projekte weiterlaufen. Jeden Tag probiere ich ein Video rauszuhauen, vielleicht auch zwei Videos rauszuhauen, je nachdem, wie ich mit dem Content klarkomme. Aber eigentlich das größere Highlight ist nicht nur dieses jeden Tag ein Video, sondern ich probiere alle zwei Tage jeden Abend zu streamen. So. Ich habe bereits jetzt schon einen Zeitplan erstellt auf twitch.tv jpzocklive, ne, wer meinen Streamkanal immer noch nicht kennt. Leute, ihr verpasst ein bisschen, checkt ihn ab. Machen wir mal die 200 Follower voll. Das wäre mal ganz nice. Würde mich mega freuen. Aber dass ihr auch am Start seid, wäre sehr, sehr cool. Und ja, ich habe einen Zeitplan erstellt. Somit kann man jetzt schon nachschauen, wann ich stream, wann nicht. Mein Plan ist, alle zwei Tage zu streamen. Das heißt, wir fangen morgen an und streamen ab 19.30 Uhr bis 22.30 Uhr roundabout. Manchmal ist es ein bisschen länger, manchmal ist es ein bisschen kürzer, manchmal ist es auch schon viel früher anfangend und. Also das muss ich immer so ein bisschen, na, das sind jetzt grobe Zeiten, aber ihr werdet ja eigentlich auf Discord, auf YouTube, in der Zwischenzeit auf der Beitragsfunktion jetzt informiert. Und ja, normalerweise müsste ich dann schon wieder am 4.12. streamen. Leider bin ich am 4.12. mit dem Dealer in NRW unterwegs. Wir haben da einen kleinen Geschäftstermin. Und deswegen kommen wir dann irgendwann nachts wieder nach Hause. Ne? Stuttgart und Köln ist jetzt nicht die kleinste Strecke. Ich glaube, 4 Stunden oder so. Da dann abends zu streamen, das würde keinen Sinn machen. Deswegen kommt der nächste Stream dann um 21 Uhr am Sonntag. Auch nicht früher, weil davor läuft Formel 1 und Formel 1 hat leider noch Priorität. Ja, gerade in diesem krassen WM-Titelkampf. Also da muss man Formel 1 schauen. Und deswegen um 21 Uhr geht es dann schon am 5.12. los. Und so wird sich dann das so ein bisschen durchhängeln. Also immer alle zwei Tage. Das heißt, wir machen dann auch direkt Montag wieder weiter. Da kann es dann auch sein, dass wir schon viel früher anfangen mit dem Stream. Und nicht viel später oder keine Ahnung, das muss man dann immer gucken. Und so hängelt sich das so ein bisschen durch den Dezember durch, alle zwei Tage. Bedeutet auch, da ich, wie ihr wisst, oder die alten Zuschauer zumindest wisst, kein Weihnachten feier, weil Weihnachten für mich einfach nicht das so ist, wie vielleicht für andere. Und ich dann sozusagen am Weihnachten einfach zu Hause chill und sozusagen mein Leben genieße.
Ja, mache ich am Weihnachten, an Heiligabend einen 12-Stunden-Stream. Wir sind 12 Stunden live von 13 bis 1. Vielleicht auch länger, vielleicht auch kürzer. Nee, kürzer nicht. Vielleicht nur länger, aber vielleicht fangen wir früher an. Das kann auch sein. Also es kann auch schon sein, dass ich um 12 live komme. Werdet ihr sehen. Aber das wird dann so das abschließende Projekt sozusagen. Also das ist dann das Finale von diesem alle zwei Tage Stream. Und dann schauen wir mal weiter, ob wir das dann irgendwie weiterführen, ob wir da mit Regelmäßigkeit reinbekommen oder nicht. Wie auch immer. Das schaut man dann einfach. Mein Ziel ist es, diese alle zwei Tage einzuhalten und jeden Tag ein Video. Das wird fett Content für euch. Und überall steht jetzt aktuell Just Chatting drin, weil ich nicht weiß, was wir wirklich streamen, an welchem Tag. Das möchte ich auch nicht planen. Das machen wir wirklich komplett spontan. Es kann sein, dass wir LS zocken. Es kann sein, dass wir Blaulicht zocken. Es kann sein, dies, das, Ananas. Ja. Und zu diesen zwei Punkten gibt es noch einen Punkt, den ich mir vorgenommen habe. Für alle meine Blaulicht-Freunde, ne? Ihr habt ja anders gegeiert auf dieses Blaulicht-Video, was jetzt vor ein paar Tagen rauskam. Also, ihr wart ja am ersten Advent da richtig hyped drauf. Und ihr wart da wieder da. Deswegen habe ich mir überlegt, komm, jetzt hast du am ersten Advent Blaulicht rausgehauen. Somit ist garantiert, ich betone garantiert, jetzt an jedem Advent ein Blaulicht-Video, aber auch zwischendrin bei diesen Daily-Uploads wird es Blaulicht-Videos geben. Ja, der Emergency 5, Emergency 4, Sim-Dispatcher, Notruf 112, wie es alles heißt, werde ich im Multiplayer oder auch im Singleplayer sozusagen zocken und auch aufnehmen, sowie auch streamen. Also es sollte für jeden was dabei sein. Ende vom Lied, ihr wisst wie immer, ihr könnt nicht in den Stream reinkommen und was verlangen, ja. Entweder es wird blaulich gezockt oder es wird halt nicht blaulich gezockt und irgendwas anderes gezockt und andersrum genauso. Aber wir werden auch auf jeden Fall Blaulicht, FIFA, keine Ahnung, Switch-Games, alles, was wir Bock haben, zocken in den Streams. Das heißt, für jeden sollte was dabei sein. Und ich habe Bock, dass der Dezember gemütlich wird und dass man einfach so ein bisschen die Zeit, die jetzt hier gerade so umherums oft passiert, gerade hier in Süddeutschland, vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen noch gemütlicher machen kann. Und vielleicht auch ein bisschen Content neben dem Homeoffice oder dem Homeschooling so ein bisschen konsumieren kann. Und dann, dass wir gemeinsam ins neue Jahr gut reinstarten. Silvester wird auf jeden Fall erstmal nichts kommen. Es könnte sein, dass an Silvester noch was von unmusikalisch kommt. Wir gehen mal nicht davon aus, aber sag niemals nie, wir sind sehr spontan. Genau. Aber dazu werden wir dann wahrscheinlich in den Streams dann noch irgendwie was quatschen oder so. Das war's mit dem Infovideo. Wahrscheinlich länger als gedacht. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Schreibt mal in eure Kommentare, ob ihr Bock auf die Streams habt oder nicht. Würde mich mega, mega freuen, wenn da ein Anteil da wäre. Und ansonsten, Guys, ihr seht die Abo-Zahl nicht. Ich sehe die Abo-Zahl und ich sehe auch, wie viele Leute nicht Abonnent von mir sind, sondern nur konstante, wiederkehrende Zuschauer. Fühlt mir gefallen. Vielleicht mein Dezember-Geschenk an für mich. Ja? So, ich gebe euch das, ihr gebt mir das. Wenn ihr meine Videos konsumiert, es kostet euch nichts, lasst einen Abo-Button da. Ja? Einfach mal ein Abo dalassen, würde mich freuen. Und vielleicht erfüllen wir dann Anfang nächsten Jahres in Tradition ein nächstes Abo. In diesem Sinne, haut's rein. Spezi und Brust. Ciao. Sie nennen mich den Medic, der Retter in der Not. Bewaffnet mit Pflaster, ein klein wenig Schrot. Ich hol dich zurück, keine Ahnung.